Der Künstler Karl-Heinz Heinemann über seine Arbeit. Immer wenn ich meine Bilder zeige, werde ich gefragt, warum ich so male und was ich damit zum Ausdruck bringen will. Nur Kinder fragen selten und begeben sich einfach auf Entdeckungsreise, um dann bald darüber zu diskutieren, was sie gefunden haben und wie das Gefundene zu definieren sei. Nun, ich mache es einfach so, wie ich es mache, weil es für mich ein Abenteuer ist. Ich beginne einfach ohne jede Vorstellung des Ergebnisses, von dem ich selbst immer wieder überrascht bin. Mein Thema ist meine andere Welt, die ohne jede Zensur während der Arbeit nach außen dringt und sich als Bild oder Skulptur niederschlägt.
Angefangen habe ich mit dem Versuch, das abzubilden, was meine Augen sahen. Ich habe es offenbar gut gemacht, denn ich bekam in der Schule die besten Noten dafür. Später fand ich das Abbilden dessen, was man ohnehin sieht, langweilig und sinnlos. Wozu das Lebendige in starrer Form konservieren? Ich habe dann beim Studium der sogenannten modernen Malerei erkannt, dass man hier Dinge sichtbar machen kann, die sonst unsichtbar sind. Das interessierte mich und ich suchte nach unsichtbaren Dingen, um sie sichtbar zu machen und fand sie in mir selbst. Mein erstes eigenes Bild habe ich 1960 an einem Ostertag in einem Restaurant auf dem Grand Ballon in den Vogesen gemacht. Ich hatte am Tage Le Corbusiers Kapelle in Ronchamp besucht. Und am Abend in der morbiden, etwas unwirklichen Atmosphäre eines vergammelten Hotels, beim endlos erscheinenden Warten auf das Essen, inmitten von Leuten, die einem Film von Fellini, Saura oder Buñuel entsprungen sein könnten, machte ich mein erstes Bild. Es war ein Bild, das ich nicht bestimmen konnte, obwohl es mir vertraut war. So habe ich dann weitergemacht. Meine Hand wird geführt und ich frage nicht von wem. Aber dann fragte ich mich eines Tages, was kann ich, Karl-Heinz Heinemann, dem, der meine Bilder betrachtet, geben? Dann hörte ich, dass ein Dichter oder Philosoph gesagt haben soll,
Der Künstler ist am nächsten bei Gott. Da erinnerte ich mich tatsächlich beim Zeichnen oder Malen das Gefühl gehabt zu haben, Gott oder, wie ich lieber sage, dem Göttlichen sehr nahe zu sein. Ab da habe ich den Wunsch, dass für die Betrachter meiner Bilder etwas von der Nähe des Göttlichen spürbar bleibt und diese Energie sich mit der ihrigen möglicherweise vereinigt und sei es auch nur für einen kurzen Augenblick. Nun, was zeigen meine Bilder, wenn energetische Erfahrungen ausbleiben, noch? Wie ich schon sagte, sie zeigen meine innere Welt, wie sie die äußere reflektiert. Es sind Formen zu sehen, die an die Natur erinnern, wobei menschliche Extremitäten und vor allem menschliche Gesichtszüge oft vorherrschen. Die Extremitäten symbolisieren die Sinnlichkeit, die Augen symbolisieren die Spiritualität. Dann gibt es Formen, die in der Natur nicht vorkommen. Der Mensch hat sie hinzugefügt. Natürlich gewachsene und die vom Menschen künstlich hinzugefügten Dinge bilden unsere zivilisierte Welt. Es kann nichts schaden, wenn man sich dessen bewusst ist. Nun, meine Bilder haben noch ein drittes Thema. Sie lassen sich, obwohl sie figurativ sind, von allen Seiten gleichwertig betrachten. Links und rechts, oben und unten tauschen sich aus, wenn der Standort der Betrachtung verändert wird. Das Bild an sich bleibt das gleiche, doch seine Erscheinung ändert sich mit der Betrachtungsweise.
Das symbolisiert die Relativität aller Erscheinungsformen. Nach dem englischen Wissenschaftler Rupert Sheldrake haben die morphischen Felder, aus denen die materische Welt mit all ihren Erscheinungsformen entstanden ist und immer wieder neu entsteht, ohnehin nur Wahrscheinlichkeitscharakter. Man sollte Sheldrake lesen.
Mit der Bemalung einer Kugel habe ich mich mit einer endlosen Fläche auseinandergesetzt. Schon bei der Arbeit habe ich mich ständig in dieser Unendlichkeit verloren. Ich musste einfach zu merkende, nach links und rechts, nach oben und unten orientierbare Zeichen aufbringen, um mich zurechtzufinden. Diese Orientierungszeichen sind auch beim Betrachten unbedingt erforderlich. Die Arbeit auf dieser Fläche hat mir gefühlsmäßig die Vorstellung absoluter Unendlichkeit eingebracht. Anfang und Ende gibt es für mich nur so, wie es beispielsweise den Anfang und das Ende eines Tages oder einer Nacht gibt. Ich wünsche mir auch hier, dass es möglichst vielen gelingt, diese Erfahrung beim Betrachten dieses Kugelbildes zu gewinnen.